Heidiho und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy. Ja. Im letzten Part sind wir ja nicht da stehen geblieben, sondern vor dem Grab des unbekannten Königs, dem was wir ja im letzten Part erledigt haben. Wir haben dazu noch die GF Brothers bekommen. Und die haben die gleich bei Selfie gekoppelt, damit die noch ein stärker und die Geistfähigkeit bekommt. So. Sie wünschen die Antwort geben. So. An erster Stelle war 0. An zweiter Stelle 20 und 0. 20. Richtig, Sie könnten reinkommen. Ja, also wegen dem letzten Part so nochmal, dass da die Ding, meine Stimme so leise war, da hat es leider einen kleinen Fehler gegeben. Aber ja. Blam Gabalia machen gemeinsame Sache mit einem japanischen Oberst. Was wird hier gespielt? Unnötig, sich Gedanken zu machen. Ein Sid fragt niemals, warum? Eben, warum? Okay, wie lange sollen wir noch warten? Fragen ja. Puh. Ja, natürlich müssen wir erstmal alle umsprechen. Mann, was denkt er sich dabei? Ich werde mal Radau machen. Wartet mal hier. Ja. Ach ja, übrigens, bin ich hier zu Hause. Also keine Sorge. Geht bitte nicht ohne mich weg. Soll es ein Befehl sein? Der Vertrag mit dir bleibt weiterhin bestehen. Wenn es ein Befehl sein soll, nicht direkt ein Befehl. Naja, wenn du meinst, es ist ein Befehl. Und du machst doch jetzt keine Ärger. Was soll denn das nun wieder heißen? Wo ist Renoir? Sie ist nicht dafür trainiert. Sie fällt euch womöglich zu Last. Es ist zum Nutzen aller Beteiligten, dass sie an dieser Mission nicht teilnimmt. Sind Sie vielleicht der Vater von Renoir? Es ist zwar eine Weile her, seitdem sie mich so genannt hat. Der Vater ein hohes Tier beim Militär, die Tochter in der Widerstandsbewegung. Das kann doch nicht gut gehen. Richtig, das sehe ich ebenfalls so. Aber das ist Familienangelegenheit. Das geht euch eigentlich nichts an. Das glaube ich eben nicht. Meine persönlichen Probleme sind, verglichen zu dem, was auf uns zukommen wird, winzig. Für uns sind Befehle von Garten und Renoir gleichmaß wichtig. Wenn der Auftrag erledigt ist, werden wir weiterhin als Söldner dienen. Wir mischen uns nicht ein, nur behindern sie unsere Arbeit nicht. Was ist, wenn ich es doch tue? Eines vorweg, wir sind Seeds, wir machen alles auf unsere Weise. Hey, ich will ja nicht stören. Was ist mit unserer Mission? Wollen wir nicht besser darüber reden? Erst einmal Waffenfriede, okay? Ich werde den Plan erläutern. Okay. Ihr wisst, dass die galbanische Regierung einen Pakt mit der Hexe geschlossen hat.
Die Hexe heißt Edea. Zu ihrem Ehren wird eine große Parade abgehalten. Edea. Na, jetzt. Die Zeremonie findet im Präsidentenpalast statt. Während der Zeremonie werdet ihr euch in zwei Gruppen aufteilen. Das Triumphbogenteam dringt in den Triumphbogen ein und wartet. Das Schützenteam hält vor dem Palast die Stellung, bis die Zeremonie vorüber ist. Genau hier an dieser Stelle, wo ich stehe, geht das Schützenteam in Position. Das Schützen und das Triumphbogenteam, fünf Leute aufgeteilt in zwei. Das ist der Präsidentenpalast. Nach der Zeremonie startet von hier aus die Parade. Dann wird dieses Tor geöffnet. Ach was. Bis dahin solltet ihr euch ruhig verhalten. Bei Zwischenfällen wird die Parade gestoppt. Das müssen wir um jeden Preis verhindern. Ist das Tor zu, kommt das Schützenteam an die Reihe. Da die Menschen auf der Parade schauen werden, wird es relativ einfach sein. Das Schützenteam muss schnell handeln. Das Ziel, die Terrasse am Palast. Im Vorzimmer auf dem Flurboden muss irgendwo eine Falltür sein. Da steht eine kitschige Spieluhr. Das Schützengewehr ist dort versteckt. Eindringen und bis 20 Uhr warten. Die Hexe wird aus diesem Turm in einem Auto losfahren. Der Wagen wird am Tor nach links abbiegen. So ungefähr. Wird er sich fortbewegen? Ach was. Die Kolonie wird dann auf der Kreisstrecke einmal um die Stadt fahren und wieder an diesen Platz zurückkehren. Aus dieser Richtung wird also die Kolonie wieder erscheinen. Danach biegt die Kolonie nach rechts ab und fährt hier weiter. Jetzt zum Triumphbogenteam. Um Punkt 20 Uhr passiert die Hexe den Triumphbogen. Genau in diesem Augenblick wird das Triumphbogen-Tor-Team das Tor abschließen. Die Hexe sitzt somit in der Falle. Um 20 Uhr steigt die Spielzeuguhr, in der das Schützenteam sich versteckt hält, empor. Zwischen dem Schützenteam und der Hexe wird es kein Hindernis mehr geben. Das ist dann die Chance. Ja, wenn es so leicht wartet. So sieht unser Plan aus. Wir müssen jetzt nur abwarten. Schaut euch in der Stadt um. Natürlich könnt ihr aber auch hier bleiben. Aber macht keinen Ärger. Ja, komm. Wir sind Seeds. Natürlich, hatte ich vergessen. Ihr habt freien Ausgang. Ihr könnt euch in der Stadt umsehen. Wenn ihr bereit seid, kommt in meine Villa. Die Mission beginnt nach Abschlussbesprechung. So, obwohl wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, werde ich das gleich machen. Und zwar bei Excel die Waffe neu aufrüsten. So, ja, jetzt dauert es natürlich ein bisschen, weil ich jetzt den ganzen Weg wieder gehen muss. Ich hätte natürlich auch schneiden können, aber das ist mir noch wieder zu blöd. So. Ja, also nochmal ganz große Sorge wegen dem letzten Part, dass da die Stimme so leise war. Wie gesagt, das war ein Fehler
vom Renderprogramm bzw. vom Fraps. So, jetzt müssen wir nochmal ein Stückchen weiter. Und dafür gibt es schon den nächsten Sold. So. Genau. Ja, natürlich hintergehen. Ja. Mein kleiner Fehler. So. So, jetzt muss man natürlich die Abdiller die Kartenwand einsetzen, dass man das überhaupt hinbekommt. So. Wo haben wir es denn? Spinnennetz. Und Drachenschuppe. Drachenschuppe. Sternensplitter brauchen wir jetzt nicht. Na, da ist er. So. Da unten. Und das muss er auf den Mauerwerk erweitern. So. Und sonst können wir eh nichts tun. So, okay. Was könnte ich jetzt eigentlich nur kurz sagen, bevor ich den Bart abend? Ja, an den komischen Mann in der Lederjacke, so wie jetzt mal so, bekommen wir noch an die Kioskarte, der werde ich eigentlich wahrscheinlich im nächsten Bart schon sagen. So, okay, dann mache ich echt jetzt an der Stelle schon einen kleinen Cut und wir sehen uns dann bei einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy 8 wieder und ich wünsche euch bis dann wie immer viel Spaß!